Stell dir vor, du wärst in einem Wald. Du kannst dazu auch gerne die Augen schließen. Was kannst du wahrnehmen? Du kannst bestimmt einige Bäume sehen. Vielleicht kannst du auch etwas hören. Wenn du dich ganz stark konzentrierst, kannst du eventuell auch etwas riechen, die kühle Luft spüren. All das, was du gerade wahrgenommen hast, sind deine Sinne und die erklären wir dir heute. Das war jetzt natürlich nur eine sehr einfache Vorstellung der Sinne. Es gibt natürlich sehr viel über die Sinne zu erzählen und wir geben dir jetzt einen kurzen Überblick. Das Ganze lässt sich in Sinnesorgan, Sinn, Reiz und Reizart gliedern. Am Beispiel Auge betrachtet sähe das so aus. Das Sinnesorgan, ganz klar, ist das Auge, mit dem wir sehen, also der Sehsinn. Der Reiz, also das, was die Sinneszellen im Auge anspricht, ist das Licht, das ins Auge strahlt. Die Reizart des Lichts ist optisch. Na, kommst du schon drauf, wie das Ganze beim Ohr aussieht? Genau, das Sinnesorgan ist logischerweise das Ohr, beziehungsweise das Innenohr. Da wir mit dem Ohr hören, nennt sich der dazugehörige Sinn Hörsinn. Der Reiz sind die akustischen Schallwellen. Es gibt sogar noch mehr Sinne im Innenohr, der Gleichgewichtssinn und der Drehsinn, deren Reize die Schwerkraft oder die Fliehkraft sind. Die Reizart ist hier jeweils mechanisch. Mehrere Sinne finden sich auch auf, beziehungsweise in der Haut. Die kühle Luft, die man im Wald spüren kann, nimmt man, das ist klar, mit dem Temperatursinn wahr. Der Reiz ist selbstverständlich die Temperatur, deren Art, wie sollte es auch anders sein, thermisch ist. Der zweite Sinn der Haut ist der Tastsinn, der auf mechanischen Druck reagiert. Last but not least, der Geruchs- und der Geschmackssinn. Dafür verantwortlich sind die Sinnesorgane Nase und Zunge. Bei beiden werden Moleküle, die auch als Geruchs- oder Geschmacksstoffe bezeichnet werden, aufgenommen. Die Reize sind also chemisch. Jetzt weißt du also, mit was die Reize aufgenommen werden. Aber wie kommt es zu einer Reaktion? Ein Glück gibt es dafür das Reizreaktionsschema, erklärt am Beispiel Ohr. Wenn ein sehr lautes Geräusch auf das Ohr trifft, dann wird der Reiz von den Sinneszellen im Ohr aufgenommen und in elektrische Signale umgewandelt. Diese Signale werden dann über Nervenfasern ans zentrale Nervensystem, kurz ZNS, weitergeleitet. Dort wird die Information verarbeitet und dann über Nerven an die Muskeln weitergeleitet, mit denen du dir dann die Ohren zuhältst. Also allgemein, man nimmt einen Reiz über Sinneszellen im Sinnesorgan auf, der dann über Nervenfasern ans ZNS und von dort aus wieder über Nervenfasern an den Muskel weitergeleitet wird und dort letztendlich zu einer Reaktion führt. Ohren zu halten ist ein gutes Stichwort. Es ist nämlich sehr wichtig, seine Sinnesorgane richtig zu schützen, indem man zum Beispiel auf zu laute Musik verzichtet oder bei zu lauten Geräuschen einen Gehörschutz verwendet. Es ist vor allem auch wichtig, die Haut und die Augen vor UV-Strahlen zu schonen, indem man Sonnencreme und eine Sonnenbrille benutzt. So, das wär's dann soweit gewesen. Hier nochmal eine kurze Übersicht. Falls es dir etwas zu schnell ging, kannst du das Video jetzt gerne pausieren. Ansonsten, hab einen schönen Tag und denk dran, deine Sinnesorgane immer richtig zu schützen.